Nein, Onkel Peter, das stimmt einfach nicht. Diese Krise wurde nicht erfunden, um von den Reptiloiden abzulenken. Aha. Ja, es kann schon sein, dass in Tirol schuppige Hautstücke gefunden wurden. In Tirol gibt es nämlich Schlangen und die häuten sich und lassen ihre alte Haut einfach liegen. Stell dir vor, die räumen ihr Gewand auch nicht weg, so wie du. Also hör auf, diesen Dreck zu teilen und geh einfach zusammenräumen. Vielleicht hätte ich anders reagieren sollen. Ähnlich wie bei Fake News sollte bei allen Menschen ein Bewusstsein für Verschwörungserzählungen geschaffen werden, indem darüber informiert wird, was sie sind und wo die Grenzen zu wissenschaftlichen Fakten zu ziehen sind. Wenn es nun an die Konfrontation geht, dann gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Erst einmal, solche Unterhaltungen können sehr anstrengend sein. Das heißt, es ist wichtig, sich vorab zu überlegen, ob ich im Moment die Ressourcen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Der nächste Punkt ist, ob der passende Rahmen da ist und ob die Zeit passt. Wenn ich entscheide, nein, ich möchte gerade nicht, es ist viel zu spät für sowas, oder ich bin gerade auf einer Feier, auf der solch eine Unterhaltung keinen Platz hat, dann ist das völlig in Ordnung. Optimal wäre trotzdem, eine Einordnung zu schaffen. Also mit einem kurzen Satz zu widersprechen, um dann das Thema zu wechseln oder die Gruppe kurz zu verlassen. Das soll nicht zwingend die Person erreichen, die eine Verschwörungserzählung verbreitet, sondern die Umstehenden. Ein Beispiel. Onkel Peter erzählt vom schuppigen Hautstück, das in Tirol gefunden wurde und dass er schon immer wusste, dass Reptiloide echt sind. Dann könnte die Antwort sein, das habe ich auch gelesen. Inzwischen hat eine Tierärztin das Stück Haut analysiert und festgestellt, sie gehört zu einer jungen Äskulapnatter, die ihre alte Haut abgeworfen hat. Ist es nicht großartig, dass es diese schönen Tiere bei uns gibt? Ich habe letztens auch eine gesehen, allerdings im Haus des Meeres. Wart ihr da schon mal? Ziemlich cool. Damit soll vermieden werden, dass Onkel Peter die Chance hat, bei Umstehenden Zweifel zu sehen und zur Eindämmung der Verschwörungserzählung. Beitragen. Komplizierter wird es, wenn ihr euch auf die Diskussion einlassen möchtet. Denn Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, sind selten offen dafür, ihre Theorien herausfordern zu lassen. Wichtig ist es für euch selbst, offen zu bleiben und sie nicht ins Lächerliche zu ziehen. Lasst also vor allem in Gruppen immer Spielraum, das Thema zu wechseln, wenn sich die andere Person in die Enge getrieben fühlt. Es lohnt sich, sachlich zu bleiben, auch wenn es sehr schwer werden kann. Ingrid Brodnik hat den wertvollen Tipp, bei einem Thema zu bleiben. Auch das ist natürlich oft schwierig, denn bei Verschwörungserzählungen fließt oft alles ineinander. Und Menschen, die daran glauben, wechseln auch sehr schnell von einer Theorie zur nächsten. Von den Kondensstreifen der Flugzeuge geht es schnell zum Risiko von Handyfunkmasten und weiter zur Beherrschung der Erde durch Eliten. Nehmt euch also einem Thema an und versucht herauszufinden, woher die Informationen sind. Kritisiert sachlich die Quellen und stellt viele Fragen. Es wird kaum in einem Gespräch gelingen, jemanden davon zu überzeugen, dass die eigenen Glaubenssätze falsch sind. Aber durch den respektvollen Umgang und eure Offenheit signalisiert ihr der Person, dass ihr da sein werdet, sollte die Person beginnen, die Verschwörungserzählung kritisch zu betrachten oder zu hinterfragen. Im Internet, also wenn ihr Verschwörungserzählungen über Messenger oder auf Plattformen entdeckt, könnt ihr euch an verschiedenen Strategien versuchen. Analysiert die Quellen, wer hat es geschrieben, wer sind vielleicht AuftraggeberInnen, was kannst du im Impressum erkennen. Analysiert die Sprache,
wird objektiv geschrieben, eher sachlich oder eher emotional, sind im Text Quellen angegeben. Als drittes könnt ihr die Bilder analysieren. Passen sie zu Text? Sollen sie emotionalisieren in eine Richtung? Woher stammen die Bilder überhaupt? Und bei all diesen Schritten helfen euch Fake News Plattformen wie Mimikama, die solche Aufgaben oft schon für euch übernommen haben. Auch auf interaktiven Plattformen und in Messenger-Diensten ist es wichtig zu widersprechen, wenn Verschwörungserzählungen verbreitet werden. Oft nicht, um den Menschen zu überzeugen, der oder die es geteilt hat, sondern um Mitlesende auf die Falschinformation aufmerksam zu machen. Auch das kostet Zeit und Energie. Wenn ihr die gerade nicht habt, lasst euch auch im Internet nicht auf Diskussionen ein und grenzt euch gut ab. Zusammengefasst, es ist wichtig, auf Verschwörungserzählungen zu reagieren und nach Möglichkeit zu widersprechen oder sich auf eine Diskussion einzulassen. Wenn die Gefahr besteht, beleidigend zu werden oder das Gegenüber lächerlich zu machen, stoppt lieber und wechselt das Thema. Bei großer Unsicherheit gibt es Beratungsstellen, an die ihr euch wenden könnt. Was zum Geier machst du da? Oh, ich bastel Anhüte für alle. Warum? Na, wegen den Strahlen, die die Katzenmenschen ausstrahlen, wenn man gemein zu ihnen ist. Oh. Oh. Hast du dann vielleicht einen Moment, um mit mir ein paar Videos Korrektur zu schauen? Ja, du musst mir nur helfen, die verloren gegangene Bastelzeit aufzuholen, bitte. Oh, okay. Dann mache ich das noch schnell fertig und dann setzen wir uns zusammen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Überzeugungsstärke, wenn ihr euch auf Diskussionen einlasst, und bleibt kritisch und reflektiert. Bitteschön. Vielleicht schauen wir uns zuerst die Videos an. Gut.